Ladies and Gentlemen, die vordere Strecke wandert, wie Sie es gewohnt sind, in die unterste Schublade. Wir kommen zum beliebten Teil der Sendung und ich freue mich sehr auf unseren ersten Gast. Er ist, kann man schon sagen, ein Freund des Hauses. Wir hatten ihn hier bereits in der Sendung, wir hatten ihn bei Club 1. Es ist so schön, dass er wieder da ist und er hat nichts verlernt. Trotz Corona galt er immer noch wie ein Weltmeister. Meine Damen und Herren, hier ist der wunderbare Freund des Hauses, David Garrett. David, wie schön, dass du mal wieder da bist. Danke, ich freue mich. Immer voll, wieder ein Vergnügen. Voll schön, dass du da bist. Ich habe gehört, du bist ein bisschen erkältet und möchtest einen Tee. Ich bin gar nicht erkältet, aber ich hätte gerne einen Tee so oder so. Ich habe ansonsten noch den Tequila da, den du bei Club 1 mitgebracht hast. Ich würde ja sagen, nein. Echt? Einen kleinen könnte man schon trinken. Ich der Tradition, David. Das stimmt eigentlich. Einen ganzen kleinen trinken. Eigentlich ist das ein Jagertee. Das ist ein klassischer Jagertee. Ja, ein mexikanischer Jagertee. Mexikanischer. Oh. So, sehr gut, danke schön. So, hier danke, ein kleiner danke. Und ein etwas größer. Komm, dann fangen wir direkt mit dem bösen Zeug ja, an. Komm. Prost, schön dich zu sehen. Schön dich zu sehen, lieber David. Prost an die Band, ne? Der ist besser geworden, Der ist besser geworden, ich hab's ja gerade gedacht. Der ist schön abgehangen irgendwie, ne? Ja, der ist bei mir daheim abgehangen. Der Wurm ist jetzt tot, der da drin ist. Der hat sich auch schön aufgelöst hier. So, mein Lieber, du bist ja schon, wie gesagt, des Öfteren hier gewesen. Und trotzdem machen wir natürlich jedes Mal für dich einen neuen Film. Die Caro hat sich mit Elias Hau getroffen und einen neuen Film für dich gemacht. Bitte, hier ist deine Gästevorstellung, brauchen wir eigentlich nicht. Aber ich schau mal drauf, mal sehen, was passiert. Geografischen Film. Auf geht's. David Garrett wird 1980 in der Marmelademetropole Aachen geboren und von seinen Hochkultureltern, einem Geigenauktionator und einer prima Ballerina, zum Wunderkind gemacht. Er steht mit 11 mit den Hamburger Philharmonikern auf der Bühne, bekommt mit 13 als jüngster Künstler überhaupt einen Vertrag bei der renommierten deutschen Grammophon und nimmt mit 15 alle 24 absurd anspruchsvollen Kapricen von Paganini auf. Was kann da noch kommen? New York. Und die Entscheidung, die Grenze zwischen Klassik und Pop zu überschreiten. Das Köchelverzeichnis bestätigt ihn als heißesten Klassiker unter den Popstars. Und der Guinness-Weltrekord TÜV bestätigt 2008, dass er schneller geigt, als jede Hummel bzzz machen kann. Aber alles auch ganz schön anstrengend. Als er das letzte Mal bei RINGLSTETTER war, gab David einem sehr jungen Fan und Nachwuchsviolinisten erst ein Autogramm und dann den Rat, üb nicht zu viel. Er wird schon wissen, warum. Der virtuoseste Rockstar der Jetztzeit, David Garrett. Yeah. Geil. Dankeschön. David. Dankeschön. Wir haben das damals eben miterlebt, da war so ein Fan, dann hast du das zu dem gesagt, üb nicht zu viel. Ja, das sage ich grundsätzlich zu Geigern, weil ich denke ja auch immer, wenn die so viel üben, dann wird es schwer für mich. Insofern. Ach so. Jetzt verstehe ich das. Ah, da ist ein Hintergedanke. Okay. Na, aber es hat natürlich noch einen anderen Hintergedanken, nehme ich an, oder? Nein, ich kenne das natürlich selber aus meiner Kindheit, dass man sehr, sehr früh in so ein Strudel reinkommt, wo man Lehrer hat, die halt auch drücken und Eltern und so weiter. Und ich will gerade, wenn ich junge Musiker kennenlerne und die sind ja mal so groß und dann denke ich, Menschenskinder, puh, halt die Bälle flach. Und wenn ich dann sage, übt nicht so viel, dann stehen meistens die Eltern daneben und vielleicht hilft das ja ein bisschen. Okay, also du versuchst schon den Druck rauszunehmen bei jungen Menschen, den du selber aber schon erfahren hast, oder? Ja, klar. Also das ist mir auch ein Bedürfnis, da ein bisschen Erfahrung zu teilen. Und es ist nicht zwingend notwendig, in einem Alter von 5, 6, 7 Jahren 5, 6 Stunden zu arbeiten. Das geht auch mit weniger. Ich glaube, dass Förderung sehr, sehr wichtig ist, dass man sich mit Musik beschäftigt. Aber nur fanatisch ab so einem jungen Alter, wie es teilweise bei mir war, ist auch nicht nur gut. Und wie war das dann bei dir? Wann waren so deine Grenzen? Ich merke, der Tequila haut jetzt so langsam. Merkst du es? Ja. Ich merke überhaupt nichts. Sollen wir noch einen? Ja. Siehst du es? Ja, es geht schon wieder los. Geht schon wieder los. Es geht schon wieder los. Ich glaube, es geht schon wieder los. Berühmtes Geigenstück.
So schön, dass ich diesmal nüchtern bleibe, sonst bin ich ja immer die Erste. Moment, jetzt, sowas darfst du nicht sagen. Das ist für uns alle gut, Caroline. Nein, ich bin in der Fastenzeit. Ich ziehe das voll durch. Ja, ich habe am Wochenende schon wieder Fasten gebrochen. So, also, los geht's. Auf Caro und natürlich auf Caro, auf euch, und vor allem auf dich. Ja. Die Band. Ne? Mhm. Also, das wird was jetzt. Ich gebe nachher noch einen aus. Okay. Ihr geht nicht leer aus, also so ist es nicht. Ich liebe ja Traditionen. Ich bin ein Klassiker, ich liebe ja Traditionen, insofern da muss ich jetzt durch. Ne? Genau. Das ist schön, wenn du das mal sagst, glaube ich, für die Klassikfreunde, weil du giltst ja immer so als der Bösewicht, weil du immer diesen Crossover machst hier. Ja, aber ich mache ja auch mal Klassik. Also das ist ja, du kennst mich ja ein bisschen seit ein paar Jahren und für mich ist das natürlich auch eine Herzensangelegenheit. Crossover ist ja nur eine Brücke. Ist eine tolle Brücke, die ich für mich persönlich entdeckt habe, aber im Endeffekt die Brücke schlägt man zu dem, wo das Herz wirklich ist und das ist halt die Klassik. Was ist dein Lieblingskomponist? Johann Sebastian Bach. Echt? Du hast mal gesagt, kann ich mich erinnern, der hat dir das Leben gerettet. Also Bach hat mir oft das Leben gerettet. Die Musik grundsätzlich. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das Leben so, wie ich es an der Geige als Kind erarbeitet habe, ohne Musik durchgestanden hätte. Also das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber die Musik hat mich immer wieder zurück zur Geige gebracht. Okay. Insofern Musik ist schon etwas ganz Wichtiges. Wir wollen mal reinschauen, da warst du echt ein Junge. Da hast du gespielt an Konzerte. Vielleicht kannst du dann was dazu erzählen, nachdem wir es kurz angeschaut haben. Mich hat es total berührt, weil man da in deinem Gesicht, finde ich, diese Leidenschaft sieht. Aber ich finde auch, wenn man es weiß, auch ein bisschen das Leiden, das da geführt hat dazu. Wir wollen mal kurz reinschauen. Vielleicht kannst du was dazu sagen. Ich bin mal gespannt, ob ich das auch so... Das ist wahnsinnig schön. Das ist wahnsinnig schön. Spielst du es nochmal? Ah, klar, Mozart, Guido. Oh, das ist großartig. Ich hab's nicht verlernt. Nein, wollte ich gerade sagen. Ich hab's nicht verlernt. Als ich das angeschaut habe, als es mir geschickt worden, quasi als Vorbereiter für die Sendung, dachte ich mir, boah, das ist so, du hast so viel Gefühl gehabt als Kind. Jetzt nicht mehr. Nein, das meine ich jetzt mal wirklich ernst. Hast du das selber, war das wirklich das Gefühl oder war das antrainiert? Instinkt. Ja? Das war wirklich so ein natürlicher Instinkt. Ich habe natürlich nicht gewusst, wie ein Konzert zusammengestellt ist. Harmonie und Counterpoint, ein Konstrukt des eigentlichen Konzerts, was das Orchester hinter mir macht, das war alles instinktiv. Und es war instinktiv sehr, sehr gut. Ja. Auch wenn ich es jetzt mit vielen, vielen Jahren Abstand mir anschaue und anhöre, es hat schon sehr, sehr große Qualität. Und ich kann natürlich verstehen, dass das auch eine Faszination um mich herum in dem Alter schon gebracht hat. Aber kannst du dich erinnern an diesen Moment? Ja, ich weiß sogar noch genau, wie die Proben waren. Ich weiß auch, welches Instrument ich gespielt habe. Ich weiß, welcher Bogen ich damals fürs Konzert... Echt, das weißt du dann? Ja, ich weiß auch, wo es war. Und wo? Kölner Philharmonie. Mit Heinrich Schiff. Guido-Konzert, zweiter Satz, Ende vom zweiten Satz. Und ich weiß, San Lorenzo Stradivari 1718. Und ich hatte mir von jemandem in Aachen einen wunderschönen Turtbogen noch ausgeliehen aus der späten Periode. So, jetzt. Richtig. 1820. Aber, Hannes. Ja? Dieses Gedächtnis ist natürlich auch für ein Projekt, was ich so angegangen bin, sehr, sehr wichtig. Das ist richtig. Ich baue dir gerade eine Brücke. Boah, ich wollte es gerade sagen, du bist halt schon echt ein Profi, gell? Ja, aber danke, dass du mir auch so hilfst. Du kennst mich jetzt wirklich schon länger, du weißt, ich brauche Hilfe. Ja, ich dachte, so nach dem Tequila kann es nicht schaden. Nein, meine Damen und Herren, es ist was Wunderbares passiert, wie ich finde. Der David hat endlich, und ich habe es ja beim letzten Besuch gesagt, mach's bitte endlich. Jahrelang habe ich ja, du hast es Leute warten lassen. Ja, du hast geschoben, aber Corona hat es tatsächlich ein bisschen ermöglicht, muss man sagen. Das du konntest stimmt, nicht auftreten. Und dann hast du diese Autobiografie geschrieben. Ja. Ich darf dir mal kurz in die Kamera halten. Sehr gerne. Ein unglaublich persönliches Werk. Ja. Das heißt ja auch, wenn ihr wüsstet. Mhm.
Und was du da erzählst, ist eben der Druck in der Kindheit, wie du damit umgegangen bist, damit geht's los. Aber auch, dass du überhaupt nicht mit Komplimenten umgehen kannst. Ich finde es ganz schlimm. Also da läuft so eiskalt jedes Mal den Rücken runter. Ist aber auch schwierig, weil es ist so eine grundsätzliche Sache heutzutage, jedem irgendwie Honig ums Maul zu schmieren und du bist großartig, du bist der Beste. Und ich, bei mir, das Schöne ist, ich nehme Kritik nicht persönlich. Echt und ich nicht? Nehme auch nicht Komplimente persönlich. Es sei denn, ich kenne jemanden wirklich, wirklich für eine sehr, sehr lange Zeit. Ich bin da sehr neutral, was so Zuspruch oder halt auch Nicht-Zuspruch aber angeht. Aber das ist total gesund doch eigentlich, oder? Weil dann bleibt man so bei sich, was du jetzt auch nicht immer warst, dass du bei Ich kann mir aber selber ein Kompliment machen. Also wenn ich von der Bühne runtergehe oder was spiele und ich das Gefühl habe, das war heute wirklich, wirklich erstklassig, dann kann mir ein Kritiker das um die Ohren hauen. Ich werde immer noch morgens nach dem Gelesenen sagen, gestern Abend war ganz, ganz toll. Das treibt ja auch so krasse Blüten, ne, bei dir, weil du halt so ein Star bist und dieser Kult dann um dich rum so auch entstanden ist. Merkwürdig manchmal. Ja, also, es ist merkwürdig, also, oder? Es gibt viele, viele schöne Seiten. Wirklich, wirklich tolle, schöne Seiten, die ich auch im Buch erzähle, von tollen Begegnungen und ganz lieben Menschen, die mir dann schreiben und sagen, du hast mir durch eine schwere Krankheit Kraft gegeben und das sind alles, oder junge Menschen, die wegen mir Geige anfangen und da wirklich auch professionell werden. Was Schöneres kann es als Kompliment nicht geben für mich als Musiker. Aber dann gibt es natürlich auch so ein paar verrückte Geschichten, wo ich dann plötzlich in Köln Konzert habe, bin auf der Bühne und bei mir gibt es Führung in meinem Hotelzimmer. Das wusste ich in dem Moment nicht, krieg aber Monate später über die sozialen Medien mit, dass da Bilder von mir gemacht worden sind in meinem Hotelzimmer, was? In meinen privaten Räumen, Koffer auf, Apotheke fotografiert, bla bla bla. Nee. Da hat sich eine Dame in diesem besagten Hotel beworben fürs Housekeeping, die sehr, sehr vernarrt in mich war und hat dann mit anderen vernarrten Fans mal so eine Führung gemacht, während sie wusste, der steht jetzt gerade auf der Bühne, da können wir doch mal rein und gucken, was da so passiert und natürlich schön mit Fotos. Boah, das ist ja wirklich grausam. Na, also das ist ja natürlich ein Extrembeispiel, aber da gibt es natürlich auch eine wunderschöne Mitte. Aber ich finde es natürlich auch spannend. Also die Geschichte findet jetzt nicht in dem Buch statt, aber gibt viele, viele kleine schöne Geschichten. Es ist ein bisschen natürlich der Gedanke hinter den Kulissen, was passiert, was bewegt einen. Du weißt ja selber, dass Interviews, so gut sie auch geführt sind, so viel Zeit man in 1-2 Stunden auch hat, es geht nie in die Tiefe und es geht wirklich, also nie so in die Tiefe, wie du es selber empfindest, eine Geschichte. Ja, ja, klar. Und du kannst den Besten, du bist einer der Besten. Ehre, wem Ehre gebührt. Ich finde auch, dass das geschriebene Wort und das geschriebene Blatt hat immer noch eine andere Assoziation, wenn man wirklich davor steht und es liest. Ja, klar. Und es weckt Emotionen und da wirklich das richtige Wort im richtigen Moment für die richtige Geschichte zu benutzen, das ist speziell und das ist schön. Du hast wirklich schöne Geschichten da drin. Eine ist, sie heißt, glaube ich, Geigencrash in London. Ja. Ich erzähle sie mal so ein bisschen kurz an. Ja, bitte. Und zwar hatte ich ein Konzert im Barbican Center in London, ganz berühmte Classic-Venue. Und ich hatte damals wirklich gespart und gespart und gespart für ein italienisches Instrument. Meine erste eigene Geige, eine Jean-Baptiste Guadagnini von Turin, 1772. Mein Ein und Alles. Und im Dezember 2007 habe ich es wirklich geschafft, alles zurückzuzahlen. Habe natürlich ein Darlehen von der Bank genommen, aber Dezember war alles bezahlt. In diesem Monat spiele ich mein letztes so Konzert furchtbar. Der Saison. So Ende Dezember, kurz vor Neujahr. Meine Eltern kommen zur Feier nach London, zum Barbican. Das ist immer schlimmer. Ja, Mendelssohn-Konzert gespielt, großer Erfolg, Standing Ovations. Ich packe die Geige ein und will mit meinen Eltern die Garage runter, die Stufen, war offen, zum Wagen und hab den Geigenkasten hinten drauf und rutsche aus und knalle mit dem Rücken auf die Betontreppe. Ich komme unten an, also Slapstick-mäßig ist es nicht lustig, aber es ist Slapstick. Dung, 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 dung. Komm unten an, guck meine Hände an, alles okay. Aber der erste Gedanke ist natürlich, was ist da hinter mir passiert? Mach den Geigenkasten auf. Brösel.
Ja. Scheiße. Oh. Das ist so eine schlimme Geschichte, finde ich. Ja. Aber hart. Trotzdem. Hart. Ganz, ganz furchtbar. Aber jetzt könnte man. Es ist echt ganz schlimm, wenn du das erzählst. Ich bin ja wirklich nicht jemand, der nah am Wasser gebaut ist. Aber ich saß da in Schockstarre davor. Ja, das ist völlig klar. Und ich konnte auch nicht weinen. Das ist echt so ein Moment, wo du dann denkst, what the fuck? Ja. Das kann doch nicht, das ist doch gerade ein Traum. Ne? So hier, so zack, weck mich auf. Ne? Ja, klar. Aber trink doch noch einen Tequila, ja. Oh, aber ich muss die Geige ein bisschen weiter wegmachen. Ja, oh. Aber jetzt könnte man ja ganz einen kleinen, bitte. Ja. Es kommt dann der. Der David mag mehr, ich nicht, weil es kommt dann nur der Sportler dann. Der trinkt ja Bier, der Sportler. Echt, der trinkt Bier? Ich bin halb. Ja, das ist Saufgelage jedes Mal. Ja, es tut mir leid, du hast angefangen, wie immer. Ich weiß. Deine Eltern haben ja Geigenauktionen gemacht. Ja, du hättest ja eigentlich billig wieder eine neue haben können. Ach, wenn das so einfach wäre, auch auf Auktionen ist es so, dass natürlich die teuren Instrumente, also ich habe heute auch was ganz Besonderes speziell für dich dabei. Ich helfe ein bisschen aus. Willst du nicht wissen, was das für ein Instrument ist? Du bist ein Depp. Ach, macht mir Spaß mit dir. Also, ich habe heute was ganz Besonderes dabei. Jetzt muss ich ein bisschen ausholen. Stradivari ist natürlich immer der große Name, kennt ihr alle. Aber wer von euch kennt Guarneri del Gesù? Ich. Nicht die Mehrheit, möchte Nein, ich mal sagen. Nein, also niemand. Also genau einen Arm habe ich da oben gesehen, aber sie haben keine Del Gesù als Kind bekommen. Das wär nämlich fantastisch. Wir haben eine Möck bekommen. Also, ich will jetzt nicht so weit ausholen. Guarneri del Gesù ist der Geigenbauer, Zeitgenosse von Stradivari, auch in Cremona, selbe Stadt Italien. Und alle die ganz großen Geiger von Fritz Kreisler, Yehudi Menuhin, Heifetz, haben im Endeffekt dann doch eine Guarneri del Gesù bevorzugt, auch Niccolo Paganini. Mhm. Und die sind dementsprechend von der Stückzahl viel weniger als Stradivari. Bei Stradivari sagt man so an die 1200. Der ist ja Asbach-uralt geworden. 94 Jahre ist Stradivari geworden für die damalige Zeit. Unglaublich. Guarneri, natürlich früher verstorben, hat an die 180, 190 Instrumente existieren. Und das ist eine Guarneri del Gesù von 1733. 12 Millionen Euro. Was? Nur für euch. Oh, ja. Oh Gott. Und ich habe fast das Tequila drüber geklärt. Nein, hast du nicht. Aber das hast du ja gesehen. Ich lege die dann schön zur Seite. Denn, Das wäre wirklich ein teurer Tequila. Da kannst du nichts sagen. Alter. Der Tequila, das wäre ein Rekord. Da gebe ich dir recht. Aber jetzt mal zu diesem Thema. Das ist ja schon ein unglaubliches Thema bei den Geigern. Diese Instrumente. Faszinierend. Ja. Und es ist faszinierend. Und man hört auch wirklich den Unterschied, oder? Ja. Und zwar jeder. Also auch ich. Guarneri hat was unglaublich Faszinierendes. Und ich beschreibe es auch ein bisschen im Buch. Stradivari hat was Göttliches. Alles ist Perfektion. Und bei Guarneri ist noch das Menschliche drin. Diese Sehnsucht und diese auch Trauer und alles. Da ist so viel Farbenreichtum drin. Das ist das sind natürlich dann auf dem Level so Nuancen. Aber weißt du, wenn du auf der Bühne bist und alles aus dir rausholst und die Vorstellung hast, das rauszuholen, dann, und wenn du so ein Instrument hast, das ist natürlich dann echt eine tolle Symbiose. Jetzt habe ich mir überlegt, weil bei ganz vielen Gitarristen, auch die ich kenne, sagen, wenn ich irgendein Gefühl brauche für einen neuen Song oder so, dann nehme ich die und die Gitarre, dann nehme ich eine andere Gitarre. Machst du das beim Üben auch, dass du sagst? Nein, nicht zwingend. Also ich habe ja auch eine Übungsgeige, die würde ich jetzt auch nicht jeden Tag irgendwie so richtig durcharbeiten. Also es gibt ein paar Instrumente zu Hause und wenn ich mich für gewisse Dinge vorbereite und muss man jetzt auch nicht Schostakowitsch zweites Violinkonzert die ganze Zeit darauf üben, also Fingerfertigkeit kann man auch auf anderen Instrumenten machen. Was Inspiration angeht, ich finde es manchmal sogar spannend, wenn man auf schlechteren Instrumenten arbeitet, weil es macht es umso leichter und auch umso entspannter, wenn man dann etwas nimmt, was es einem dann im Endeffekt auch leicht macht. Ja klar, weil das dann von selber schon hart klingt. Hart üben, leicht spielen. Ah, oh, das ist was. Geniale Jungs, ne?
Der David bleibt nicht nur da. Applaus, David Garrett, mein Gott. Das ist ja schon fast ein Kompliment jetzt. Fast ein Kompliment. Ich will es ja nicht sagen, aber falls ihr mich live sehen wollt, ich bin dann am Herbst wieder unterwegs. Ja, bitte. Geh mal aufs Konzert mal wieder zum David. Das wäre schön. Du darfst ansatz weiterrutschen, aber ohne auf die Geige zu... Das wäre mir wichtig. So. Wir werden, der David bleibt natürlich bei uns, wir werden am Schluss noch Musik machen, meine Damen und Herren. David Garrett. Und... jetzt, meine sehr verehrten Damen und Herren, kommt unser zweiter Gast. Ich bin ja, wie Sie wissen, großer Wintersportfan. Das habe ich in dieser Sendung schon oft bewiesen. Und zwar Biathlon, Skispringen, das ganze Programm. Da bin ich immer zu haben. Und darum freue ich mich so, dass er heute bei uns ist. Meine Damen und Herren, Simon Schemp! Grüß dich, Simon. Hi. So schön, dass du da bist. Was magst du trinken? Ja, ich nehme ein Bier. Ein Bier nimm dann. Ich krieg ein Wasser, bitte. Meinst du? Ja, ich hätte gerne ein Wasser. Lieber Simon, schön, dass du bei uns bist. Danke für die Einladung. Für uns ist es ja immer so schwierig, euch Sportler zu kriegen in die Sendung, weil ihr seid entweder in der Saison, dann könnt ihr nicht, oder ihr seid irgendwo bei der Vorbereitung, dann dürft ihr nicht. Das heißt, geht's nicht zum RINGLSTETTER, dann müsst ihr was trinken, dann geht's schon wieder nicht mehr. So, aber jetzt ist es soweit, du hast aufgehört. Das Gesamtpaket passt für einen Sportler nicht so ganz, aber für einen ehemaligen umso besser. Ist es umso schöner wahrscheinlich. Ja, absolut. Meine Damen und Herren, wie gesagt, ich bin großer Biathlon-Fan, habe mir dich immer gewünscht als Gast. Und für die, die nicht so in diesem Sport sind und dich vielleicht noch nicht so kennen, haben wir natürlich eine Gästevorstellung. Die Caro hat sich mit Elias Haug getroffen und die einen Film gemacht. Bitteschön. Simon Schemp wird 1988 auf der heißen schwäbischen Alprennstrecke auf der Zielgeraden nach Stuttgart groß. Für Ortskundige erst in Rechberghausen und dann in Uhingen. Spoiler, beides liegt bei Göppingen. Er probiert sich erst weniger erfolgreich im Ski Alpin, dann aber sehr erfolgreich im Biathlon. Mit 13 geht's in den Schwarzwald auf das Skiinternat Furtwangen. Mit 20 zum Zoll-Ski-Team Ruhpolding. Und von da an geht's eigentlich nur noch bergauf. Epische Kämpfe um Zielscheiben, Zentimeter und Zeit. Die Belohnung? 18 Weltcupsiege, 3 olympische Medaillen in Bronze und Silber und 4-mal WM-Gold in der Staffel und im Massenstart. Ein Teamplayer, powered by Spätzle mit Soße. 20 Jahre lehrt ihm sein liebstes Biathlon, wie er es nennt, dass sich Fleiß, Ehrgeiz, Wille und Leidenschaft auszahlen. Doch im Januar 2021 beendet Simon seine aktive Karriere. Ein Leben für den Sport, finaler Zieleinlauf. Jetzt ein Leben nach dem Sport. Simon arbeitet im Controlling beim Deutschen Skiverband und, neues Ziel, studiert BWL. Ein absoluter Volltreffer und Champion. Simon Schemp. Herzlich willkommen, lieber Simon. Danke. Sag, Jesus, wir fangen mit den Grausamkeiten an, okay? Okay. BWL-Studium. Ernsthaft jetzt? Ja, gleich hier sogar um die Ecke. Was? Ja, Ismaning. Wo denn? In Ismaning? Ja. Und was lernst du da? Ja, das, was man halt so machen muss dann dafür. Geld. Das eine und das andere halt. Und das mit dem Geld auch? Ja, Geld umgehen. Das gehört auch dazu. Auch. Aber als Schwabe kann man das definitiv. Schon? Ja. Das hast du schon immer kennen praktisch. Ja. Also hat dich der Schwabe zum BWL getrieben? Zumindest, dass man nicht immer so gleich den Geldbeutel aufmacht. Das kriegt man, glaube ich, mit der Mutter also nicht. Also so eine 12-Millionen-Geige wäre für dich jetzt nichts. Es ist ein gutes Investment. Ja, ach so, ja, absolut, da, oh ja, das sagt der Schwabe. Die Geige war mal 7 Millionen. Also. Die kaufen wir daheim, was fürs Leben. Ja, genau. Schaffe, Geige kaufen. Draufaller, gell? Draufaller, der scheint ja, ja. Jetzt bin ich draufgefallen. Scheiße. Lieber Simon, du hast... Aber ich habe auch mal zwei Instrumente sogar gespielt. Was denn? Jetzt erzähl. Ja. Was denn? Was, glaube jeder so macht. Erst Flöte. Mit Flöte anfangen und dann 2 Jahre sogar Keyboard. Aber Keyboard. Dann wurde mir eher empfohlen, was anders zu machen.
Aber es hat funktioniert. Lieber Schürzli. Ich fand es gar nicht so schlecht. Es hat richtig geil funktioniert. Ich fand es eigentlich gar nicht so schlecht, aber... In deinen Augen warst du ein guter Keyboarder. Das sind die schlimmsten nebenbei. Man spielt ja auch immer besser, je mehr man Bier getrunken hat. Das kenne ich ja auch. Dann noch trink so. Mal und dann spielst. Komm. Simon, du bist gemeint. Prost. Kannst hätte ich das gewusst, hätte ich ein bisschen mehr trainiert dafür. Aber ja, ja. Ich stoße mal mit Magst Tee. Magst du einen Tequila vielleicht? Magst du einen Tequila probieren? Bloß. Bleib beim Bier. Bloß probieren. Bleib beim Bier. Eine Kleinigkeit. Ja. Wenn du einen mit. Ja, ja, freilich. Okay. Machen wir es uns schön. Wir reifen nicht in die Scheiße. Ja? Bartkopf. So, zwei für die Herren und mir die Flasche, oder was wird das jetzt? Nein. Garrett kriegt den Frierefel. Ja, ja, ja. So, jetzt. Also, Simon. Hatten wir noch vor, was nachher zu machen? Ja, ja, wir müssen halt nachher noch Musik machen, das kriegen wir schon hin. Okay. Prost. Prost auf dich, auf dich, Prost. Auf uns, auf euch, auf die Liebe. Wann hast du denn angefangen, so hart zu trainieren? Muss man das auch so früh machen wie als Geiger? Ich glaube, man kann mit Biathlon tatsächlich ein bisschen später anfangen, als Geige zu spielen, aber... Ich habe mit Biathlon angefangen, als ich 13 war. Wer war da zu deiner Zeit die Superstars? Ja, zum Beispiel Ole Einer Bjonda. Ja, ja, und dann habe ich mit Biathlon angefangen, habe den damals schon im Fernsehen gesehen, wie er eigentlich alles abräumt. Und ja, ein paar Jahre später steht man eigentlich bei ihm oder mit ihm an der Startlinie. Das ist eigentlich schon was Cooles. Jetzt habt ihr, finde ich, eure beiden Karrieren doch was gemeinsam. Wir haben es gerade in dem Film gesehen. Ehrgeiz, Wille, Selbstdisziplin, Leidenschaft. Das braucht man da und da. Hattest du auch dieses, wie bist du mit diesem Druckgefühl umgegangen? Wir haben es vorhin vom David gehört, dass es natürlich nicht immer easy ist. Wie bist du da damit umgegangen? Du galtst ja immer als der am besten mit Druck umgehen kann. Wie macht man das? Für mich war es immer sehr wichtig, dass ich wusste, dass ich alles dafür getan habe und mich bestmöglichst auf irgendwas vorbereitet habe. Und dann hast du dir selber erstmal überhaupt nichts vorzuwerfen, wenn es vielleicht auch mal nicht dementsprechend läuft. Aber für mich war das irgendwie unheimlich wichtig, dass ich weiß, okay, ich habe alles dafür getan, um bestmöglichst im Wettkampf zu sein. Und ich glaube auch, das Schlimmste ist, wenn man sich selber einen Vorwurf macht, dass die Vorbereitung nicht optimal gelaufen ist. Genau. Weil dann, selbst wenn du gewinnst, hast du einen bitteren Beigeschmack. Das ist ein komisches Gefühl. Da weißt du ganz genau, beim nächsten Mal, das war jetzt nicht optimal und beim nächsten Mal kriegst du die Quittung. Aber kommt man dann jemals an diesen Punkt, wo man dann sagt, jetzt genieße ich auch mal so einen Sieg? Ja, es ist aber schwer ab und zu. Ehrlich? Ja, ja, wirklich. Oh, ja. Also da bin ich jetzt wiederum... Also, wir bewundern dich. Nein, das stimmt. Jetzt machen wir mal Tacheles, das ist natürlich bei mir genauso. Das ist wahnsinnig schwer, damit umzugehen, weil man ja selber weiß, wie man es permanent. Das Problem auf deiner Geschichte ist, wir sind alle in einem Business, wo der heutige Tag morgen völlig unwichtig ist. Ja, ja, klar. Ja. Das, was du heute, wenn du kannst gewinnen und morgen machst du den 16. Platz, keine Sau interessiert sich, dass du gestern der Teil gewonnen hast. Ich spiele wie ein junger Gott heute Abend, morgen. Tequila zum Trotz wird nicht so gut. Und dann ist das halt in den Köpfen drin. Und vor allem heutzutage, wo jeder eine Kamera drauf hält, das ist ja für die Welt zu sehen. Ne? Also insofern, da ist schon einigermaßen Leistungsdruck. Klar ist man viel besser drauf, wenn man gewinnt und Erfolge feiern kann. Aber eine Niederlage muss wirklich nicht immer schlecht sein. Man darf auch keine Angst davor haben. Ich glaube, das Schlimmste ist, wenn man das hemmt einen so. Wenn du schon denkst, oh, das könnte nicht gut ausgehen, ist schon alles vorbei. Ich finde, das Wort Niederlage ist einfach schon völlig falsch. Ist eine Niederlage, das Wort. Naja, nicht alle können gewinnen. Aber es ist in gewisser Weise schon wichtig, dass man keine Angst hat davor. Jetzt hast du ja auch eine Autobiografie geschrieben. Das ist total schön, euch beide da zu haben mit zwei so ganz unterschiedlichen und doch so ähnlichen Lebensläufen. Zieleinlauf heißt dein Buch und Ein Leben für den Biathlon schreibst du da als Untertitel. Hast du wirklich deine jungen Jahre dem Biathlon geopfert? Eigentlich, als ich das Buch geschrieben habe, ist mir eigentlich so dann im Nachhinein kommen, ja krass, was du eigentlich so in deiner Jugend gemacht hast. Aber währenddessen hat man das nicht. Haben wir auch schon lange drüber geredet. Währenddessen bist du so drin
und verfolgst einfach deine Ziele und deinen Traum. Jetzt ist dieses Leben ja vorbei. Ja, deine Profisportkarriere ist zu Ende. Jetzt gehst du einem ganz anderen Leben nach. Ja. Hast du dir so Rituale aus dem Profisport noch beibehalten, dass du sagst, ich gehe jetzt erstmal in der Früh 4 Stunden laufen oder 3 Stunden schießen oder was weiß ich? Also schießen war ich wirklich, seitdem ich aufgehört habe, kein einziges Mal mehr. Und ich trainiere natürlich bei weitem nicht mehr das, was ich zuvor trainiert habe, weil ich jetzt auch einfach viele andere Sachen zu tun habe. Unter anderem auch arbeiten, dann studieren. Arbeiten, ja, ja. Ein bisschen schaffen halt. Und deswegen habe ich auch andere Sachen jetzt einfach zu tun. Aber ich mache natürlich schon noch gern Sport, weil ich merke schon, das tut einfach auch gut. Und man kriegt einen Kopf frei. Wem sagst du das? Ja, deswegen, das Pensum ist natürlich bei weitem nicht mehr so wie zuvor, aber ab und an mache ich schon noch. Was war für dich so das Highlight? Wahrscheinlich Olympische Spiele, sagen immer alle. War es bei dir auch so? Das sagen immer alle, aber... Stimmt gar nicht. Fällt nichts anderes ein. Nee, aber also ich finde halt, Wettkämpfe leben von Zuschauern und von Emotionen. Und beim Biathlon ist halt wirklich so, dass wir... Ich war bei 3 Olympischen Spielen und bei einem Weltcuprennen in Antols, Ruhpolding oder sonst Hochfilzen. Wo hatten wir mehr Zuschauer wie bei allen Spielen. Ehrlich? Genau. Ja. Und irgendwie, bei den Olympischen Spielen, klar, du hast halt die Ringe auf deiner Startnummer. Das erinnert dich an Olympia, aber so von der Außendarstellung denkst du, Olympia, das ist das Größte, was es überhaupt gibt. Aber irgendwie machen Zuschauer Wettkämpfe umso schöner. Und deswegen, ich verbinde eigentlich große Wettkämpfe einfach mit einer hohen Zuschauerzahl. Das ist auch ein unglaubliches Endorphin. Ich kenne das ja auch von der Bühne. Obwohl ich auch sagen muss, es gibt natürlich auch Tage, da gehst du auf die Bühne und hast Kopf und Körper 1A eingestellt. Ja. Da läufst du wahrscheinlich dann und es muss dir überhaupt keine Gedanken machen. Und wenn dann noch ein Publikum dazukommt, und zwar so eins, wie Sie sind hier im Saal. So. Ich danke dir, lieber Simon Schenk. Schön, dass du da bist. Danke. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, es sind wilde Zeiten. Und wir haben uns gedacht, wir wollen Musik machen am Schluss. Und haben uns einen Song ausgesucht, der in diese Zeiten passt. Er ist von den Beatles und heißt While My Guitar Gently Weeps, wer ihn kennen sollte. Weil wir irgendwie oft nicht wissen, wie wir mit diesen Zeiten umgehen. Lassen wir die Instrumente weinen. Das scheint mir angebracht. Meine Damen und Herren, David Garrett, die Ringlstetter Band und meine Wenigkeit, ein Song von George Harrison, While My Guitar Gently Weeps.
bedanke mich bei dem wunderbaren David Garrett. Bitte komm bald wieder. Bedanke mich bei Simon Schem. Bitte komm auch du bald wieder. Danke, Caro Matzko. Danke, Ringelstetter Band. Danke, Publikum. Danke ans ganze Team. Danke fürs Zuschauen, meine Damen und Herren. Nächste Woche sind wir auch wieder da. Da kommt der Flo Weber von Sportfreunde Stiller und die Britta Heidemann, Fechterin. Jetzt geht's weiter hier im BR-Fernsehen. Natürlich mit Capriccio, also bleiben Sie dran und denken Sie absolut immer dran. Bayern wird nicht untergehen. Und wenn doch, erfahren Sie es hier als Erstes.